Irgendwas scheint ihn abgelenkt zu haben. Ja, hat er zu dem Baumhaus rüber gesehen? Ein sehr dezentes Zeichen, dass wir zurück zum Baumhaus sollten. Da kann man sich ja raufklettern. Dann klettern wir da mal rauf. Dann sind wir zurück beim Mammutbaum. Verschiedene Möglichkeiten, zu diesem Mammutbaum zu gelangen. Aber auf jeden Fall erstmal hoch zum Baumhaus. Da kommen wir da leider nicht hoch, so kommen wir da hoch. Hier war doch auch so ein Symbol, oder? So ein Biotech. Ein blaues irgendwo. Ja, hier oben. Setzen wir das hier mal ein. Leute? Ja, also. Eine weitere Truhe. Und ein Blitzra-Gummi. Und da gehen wir zum Baumhaus. Wait, Kerchak, please. You don't understand. I was only trying to. A snake slithered by. You see, I saved that poor gorilla's life. Dorten. So heißt er, glaube ich. Ich konnte mir die Namen hier von Data noch nie gut merken. Der ist wirklich... Am liebsten würde ich den hier selbst hier von dem Baumhaus runterschmeißen. Aber leider geht das nicht. So, konnte ich doch... Ach, die konnte man doch irgendwie hinstellen, aber dieses Fass kann man aus irgendwelchen Gründen nicht hinstellen. Oh, Goofy! Ich kann es nicht mehr hochheben, weil da meine Freunde stehen. Alter! Wie einer von euch springt da wieder dran. Come on. Ah. Geht doch! Was habt ihr denn alle? So, hier können wir noch weiter nach oben. Was gibt es hier oben Schönes? Ein blaues Akt. Scheinbar gibt es hier oben keine Truhe, sondern nur hier diesen Ausgang. Ah, okay. Sind wir hier draußen? Da hinten ist eine Truhe drin, aber ich glaube, die konnte man auch erst mit dem späteren Sprung erreichen. Noch mal kurz, was auf der anderen Seite ist. Auch nichts. Warum können wir da hier hoch? Können wir auf jeden Fall wieder runter. Ich weiß nicht, soll ich es mal versuchen, darüber zu kommen? Nee, es ist viel zu weit weg. Das schaffen wir auf keinen Fall, deswegen probiere ich das auch gar nicht erst. Bevor ich dann runterfalle, wenn wieder von woanders lang gehen muss, ich lieber mal den regulären Weg. Also hier wieder runter. Jetzt haben wir eigentlich gar keine Anzeichen mehr, wo wir jetzt hingehen sollten. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen mal kurz da vorne hin, in den Raum, mit dem vorher nichts war. Können wir da von hier aus einfach so rein? Ich glaube, wir kommen da von hier aus doch gar nicht rüber, oder? Doch, kommen wir. Baumwipfel.
ist auch nichts mehr los. Totenbaum. Ist auch nichts. Puh, wo sollen wir denn jetzt hin? Ich bin jetzt gerade wieder mal kurz überfragt. Ob das sich was versteckt? Ja, aber... kommen wir da ran an das, was es versteckt? Ich bin gerade wirklich etwas verstört. Überfragt, wo wir jetzt hin sollen. Sind wir zurück hier? Wenn ich hier jetzt so runterfalle? Dann wäre ich wieder bei den Nilpferden. Hier ist auch nichts. Ich war hier beim Dschungel schon immer etwas überfragt, wo ich lang muss. Aber meistens habe ich dann immer auf Anhieb gefunden. Ich laufe jetzt einfach mal jeden Weg ab, den wir gehen können, so zum Zelt. Oh. Ein neuer Jaguar-Angriff. Zabor hieß der, glaube ich. Hau ab! Jawohl, Goofys Angriffskorb hat sich erhöht. Wir können rein. Ah, hier sind wir, glaube ich, richtig. Jawohl. How could you do such a thing? Now, Miss Porter, as I told you, I was not aiming at the gorilla. You are not to go near the gorillas again. Oh, because of one mishap. Come now. What am I doing with these imbeciles? Blasted gorillas! I'll hunt down every last one of them! I'll track them down somehow! I'll stake my life on it! Irgendetwas war da draußen. Wir müssen schnell nachgucken, was das war. Also schnell nochmal speichern. Auf was hat er geschossen? Hoffen wir einfach mal, dass es kein Gorilla war. Zelt verlassen, schnell. Herzlose greifen an. Woher Sarah auch immer weiß, dass die Herzlose heißen? Ich glaube, das wurde uns noch nicht erklärt. Oder doch, das wurde uns erklärt. Ich glaube, Leon hat uns das erklärt. Ist jetzt ja auch wieder ein paar Tage her, wie ich es gespielt habe. Machen wir diese Affenherzlosen hier mal platt. Ein Protiskum hier halt. Und jetzt müssen wir hier alle Affen retten. Das heißt, in fast jedem Gebiet gibt es einen Affen, der von diesen Herzlosen angegriffen wird. Und die müssen wir jetzt alle beschützen quasi. Hier ist, glaube ich, auch einer. Hier sind auf jeden Fall Herzlose. Ich weiß nicht, ob hier auch ein Gorilla ist, der angegriffen wird. So. Ihr blöden Drecksaffen, verzieht euch mal. Oh oh. Ich sehe gerade, wir haben nicht mehr so viel Leben. Also schnell mal heilen. Ja. Donald ist schon ausgeschaltet. So, was machen wir mit dir, Äffchen? So. Doch, hier war tatsächlich auch ein Affe, den wir retten mussten. Feuergummi. Wo haben die Affen die ganzen Gummis her? Hier muss ja König Mickey gewesen sein. Wer soll denn sonst die Gummis haben? Was ich jetzt aber als erstes tun werde, ist mal schnell in die Items zu gehen. Und zwar werde ich Donald dann mal schnell zwei Potions überreichen. Und dasselbe machen wir mit Goofy auch. Der kann sogar fünf haben. Weil das geht ja nicht an, dass die alle keine Items mehr haben und nicht, uns nicht heilen können und so.
was vor allem bei dem Bosskampf in dieser Welt wichtig werden wird. Wir selbst brauchen auch wieder eine Potion. Und dann geht's weiter. Zur Fates-Klippe. Auch hier gibt es, glaube ich, wieder einen Affen, der gerettet werden muss. Auf jeden Fall sind auch hier wieder Herzlose. Was ich auf jeden Fall ganz dringend brauche, ist die Vita-Magie. Mit der wir uns endlich mal heilen können. Es geht ja nicht anders, wenn wir die ganze Zeit nur mit Potions heilen können. So, Donald ist ausgeschaltet schon, da muss Goofy schon mal nachhelfen. Aber Donald ist ja auch der Magier, der ist jetzt nicht so wirklich der abwehrstarke Typ. Da ist ja eher Goofy für da und wir sind dann so mittelmäßig abwehrstark. Danke, Goofy. Und den nächsten Affen gerettet. Aeroga, Goofy. So, das müssen wir jetzt wie gesagt mit jedem Gebiet machen. Zurück ins Bambusdickicht. Jetzt wieder welche, die werde ich einfach mal besiegen, allein wegen dem XP, die ihr uns hinterlassen. Und schon haben wir eine stärkere Angriffskraft, ist doch schon mal toll. Jetzt können wir die Affen nämlich schon fast mit einer Combo ausschalten. Oh, jetzt kommen die kleinen Viecher auch noch dazu. Ich glaube, wenn die respawnen, ist das ein Zeichen dafür, dass man in diesem Gebiet schon den Affen quasi gerettet hat. Und jetzt kommt hier noch so ein weiblicher Affe dazu. Was soll das denn? So. Gebiet bereinigt. Oder auch nicht. So, das Weibchen hinterlässt uns hier ein paar Bandänchen. Und eine Menge Taler. Okay. Alles mit dem, was hier auf dem Weg liegt. Dann weiter, wo ist der Jäger hin? Ist er jetzt Dorton oder Dayton oder... Okay, hier haben wir den Affen ja auch schon befreit. Das heißt, das sind auch wieder Gegner, die wir besiegen müssen. So, du Affe. Oh, ab, Affe. So. Perfekt. Und der nächste. Ah, nein. Und unsere Taler, die wir jetzt gerade verloren haben, durch die Bananenschale. Und da haben wir nochmal ganz viele Taler verloren. Natürlich eher unschön, sowas. Da ist doch ein Gegner, nicht wieder Friedensmusik eintauchen hier. Nein! Alter, wir verlieren unsere ganzen Taler wegen dem Scheißteil. Mach die doch mal platt. Oder ist die jetzt abgehauen? Ich hasse diese Affen. Die haben schon immer gehasst. Will ich auch weiterhin hassen. So, sehr schön. Und sehr schön. Ich glaube, wieder so ein Weibchen ist ein Drecksviech auf. Und... Du sollst dich verziehen. Du sollst dich auch verziehen. Perfekt. Da schnappen wir alles nochmal. Können wir auch nichts machen. Gut. Dann jetzt weiter zu den richtigen Aufgaben. Nämlich die Gorillas befreien. Hier gibt es keinen. Also nach oben. In den tiefen Urwald. Mal darüber. Und
irgendwie falsch rum, mein Lieber. So, hörst du daran? Nein, das ist falsch rum. Willst du mich verarschen? So rum daran. So rum. Ja, also. So, 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 und weiter. Und dann darüber. Und jetzt die hier noch. Und dann in den Dschungeleingang. Hier waren wir noch gar nicht. Stimmt, hier waren wir noch gar nicht. Das hatten wir eben irgendwie schon übersprungen. Indem wir eben direkt zu den Gorillas gegangen sind. Oder mit den Gorillas gesprochen haben und damit direkt hier hinten gelandet sind. Ja, ja, ich weiß, dass man da hochklettern kann. Und klettert da hoch. Jetzt wird zurück beim Mammutbaum. So. Und auch hier müssen wir wieder einen Affen befreien. Wobei befreien, da glaube ich, ist ja das richtige Wort, ist eher retten, ne? So, und der nächste. Danke, Goofy. So, du noch. Dann haben wir den nächsten. Gerettet. Eierrückergummi. Ich glaube, beim Baumhaus oben war nichts mehr. Aber hier muss noch was gewesen sein. Im Baumwipfel. Ich glaube, hier ist wieder erst später was. Dann ist vielleicht doch noch was im Baumhaus. Gucken wir uns da nochmal um. Wie gesagt, ich komme hier mit dem ganzen Dschungelkram nie so wirklich gut zurecht. Weil ich nie so wirklich weiß, wo man jetzt noch hin muss und wo jetzt noch was ist und wo man jetzt am besten das nächste Mal hin sollte und so weiter und so fort. Aber hier drin sind tatsächlich noch Affen. Ja. Sehr schön. Alter! Affe, ich hasse dich! So weit, so gut. Und auch so weit, so gut. Und der letzte. Ein Schutzgummi. So, jetzt müssen wir, glaube ich, in den Raum, in dem wir da eben drin waren. Ist also ein bisschen blöd gemacht, wenn man hier wirklich nie so wirklich Anweisungen bekommt. Wo muss ich jetzt wirklich lang? Wo geht's jetzt richtig weiter? So, man muss einfach immer alles absuchen und hoffen, dass man da, wo man jetzt hingeht, auch wirklich das Ziel ist. Und hier tauchen natürlich auch wieder Affen auf. Ist ja klar. Ich hoffe nur, ich komme da auf hoch. Nein. Ohne Kampf komme ich da anscheinend nicht hoch, weil sobald ich da dran hing, hat er dann auch direkt auf uns zugeschlagen. Goofy ist ein neues Level. Ist ja wohl auch ganz schön, hier nochmal XP zu farmen. So. Jetzt kommt die Kackviecher wieder. Ah, ne, doch nicht das. War doch die Pflanze selber aus, diese Schattendurchviecher da. So heißen die, glaube ich, ja später. Hier sind die, glaube ich, noch Düsterling oder so. Hatten wir eben schon geguckt, da in den. Im Journal, im Tagebuch, in Geminis, wo wir auch mal wieder reingucken müssen. Aber ich würde sagen, das machen wir nach der nächsten Welt dann. Dann haben wir wieder was zu lesen. Wenn wir dann gleich drei Welten auf einmal haben. Boah, jetzt reicht mir aber hoch hier und weg. Ja, Donald ist tot, mir egal. Immer noch nicht, ich habe noch einen Ort vergessen. Ist hier beim Totenbaum noch was? Hier ist nichts. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Wo muss ich jetzt am besten hin? Haben wir einen, ja, wir haben den Status, aber das bringt mir jetzt nicht so viel. Haben wir eigentlich einen neuen Anhänger schon? Nein, haben wir noch nicht. Haben wir mittlerweile was für Donald geben können? Feuerschäden werden höher. Noch mehr Feuerschäden? Ja, das können wir Donald ruhig mal geben.
Ansonsten haben wir hier mehr nicht. Ich habe keinen Plan, wo wir hin sollen. Ich springe einfach mal wieder zurück hier rein. Guck dann mal, ob uns im Zelt was Neues erwartet. Wie gesagt, ich bin hier beim... Ich weiß, dass wir in diesem komischen Raum noch mal ein bisschen, in dem ich da eben war. Aber ich weiß nicht genau, wann, wo und warum und wieso überhaupt. Und das macht irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht, wie man über diese Stelle da rüberkommen soll. Wahrscheinlich muss man da schon so viel früher springen, dass man dazwischen landet und dann nochmal springen kann. Naja. Am Ende. Oh. Das habe ich nicht, tut mir leid. Das habe ich immer noch nicht, tut mir leid. Das habe ich immer noch nicht, tut mir leid. Da muss man, glaube ich, Gravita einsetzen. Das ist so ein... Ja, Erdanziehungsdingens. Hier ist kalt, dann mache ich die warm. Hier ist heiß, dann mache ich die kalt. Das habe ich immer noch nicht, tut mir leid. Ah, die ist heiß, dann mache ich die wieder kalt. Und vielen Dank! Cyanid Splitter und massig Mana zurück. So hat man das doch gern. Da ist er. Das habe ich auch immer noch nicht. Goofy, ich sehe da nichts. So, jetzt ist hier heiß. Immer noch heiß. Habe ich immer noch nicht. Mach was anderes. Habe ich auch nicht. Habe ich nicht. Mann, mach! Feuer oder Eis habe ich anzubieten, mehr nicht. Mach schon, komm! So. Vielen Dank, Pyrosplitter. Und wieder das Mana zurück, was wir hier verschwendet hatten. Noch einer irgendwo da. Oh. Der hatte wohl keinen Bock mehr. Dann ziehen wir uns erstmal wieder ins Zelt. Gibt es hier noch was Interessantes? Ich hoffe, Mr. Clayton ist wohl auf. Clayton? Wie kam ich auf Dorton oder Dayton? Clayton natürlich. Mein Gott. Wie gesagt, diese ganzen Tarzan-Namen, Tarzan und Jane kann man sich merken, aber alles andere ist da wirklich... Keine Ahnung, warum das nicht in meinem Kopf geht. Alle anderen Namen von den ganzen Disney-Charakteren kann ich mir auch merken, aber den älteren Mann dabei, also ihr Vater... Den kann ich mir nicht merken. Clayton vergesse ich immer wieder. Den komischen Gepard da habe ich auch schon wieder vergessen. Ah, wir mussten... Stimmt, nachdem wir alle Affen befreit haben, müssen wir wieder rein und wieder raus. Da wird uns angezeigt, dass wir in diese Richtung hier müssen. Hm, ich war mir sicher, dass da hinten auf der Lichtung noch irgendwas passiert. Ich dachte, wir treffen da hinten auf Riku. Aber das war ich mir jetzt hundertprozentig sicher, dass wir da kurz Riku treffen. Aber aus irgendeinem Grund wohl nicht. Denn... eine Pfeife. Und hier ist erneut unser Kumpel. Der hat diesmal mehr Leben als sonst. So, mein Freund. Sehr schön. Er liegt am Boden. Er liegt wieder am Boden. Ja, natürlich! Goofy, warum gebe ich dir eigentlich Tränke? Der hat uns aber sehr, sehr viel Schaden gemacht mit seinem letzten Schlag. Ich hoffe, wir haben eben nochmal gespeichert, als wir bei Jane drin waren, oder? Wir haben nochmal gespeichert, als wir bei ihr drin waren, oder? Ah, okay. Hier wurde automatisch gespeichert. Das wurde nämlich früher sonst, glaube ich, nicht... Ich glaube, am Anfang von Bosskämpfen konnte man den Kampf immer wieder neu starten und so weiter und so fort. Aber bei so normalen Kämpfen muss man dann, glaube ich, immer direkt vom Speicherpunkt wieder neu machen. Ja, die Sequenz kennen wir. Also, guten Tag. Scar hieß der, oder?
Nee, Scar ist von König der Löwen. Was laber ich denn hier schon wieder? Alter. Rufi. Ja, also, geht doch. Maximum MP sind gestiegen, bei Donald sind die Angriffskraft gestiegen. Ein Reißzahn. War er der Grund, warum Clayton geschossen hat? Ah, okay, wir müssen dann, glaube ich, doch gleich nochmal da oben hin. Okay, da habe ich, glaube ich, dann eben schon was gespoilert, was hier gleich passieren wird. Ohne es zu wissen. Wir wurden von Clayton, von diesem Tiger hier gepaart. Leopard, Viech, hierher gelockt. Und in der Zwischenzeit hat jemand Jane, das kleine Affenkind, angegriffen, dessen Namen ich wieder vergessen habe. Oder das wieder vergessen habe, immer noch nicht weiß. So ist es besser ausgedrückt. Oh, die ist ein bisschen weit geflogen. Und dann ist er auch ein bisschen schnell ausgeschaltet. So. Dann zurück zum Lager und gucken, ob wir da noch was ausrichten können. Können wir helfen? Jane! Zieht euch! Ihr könnt euch auch verziehen, meine Lieben. Pushen wir nicht mit. Mit ihren blöden Geschossen da immer. Kann nicht mal. Oh, Schatten durch hier. Standardherzdosen. Auch ausgeschaltet. Dann gucken wir jetzt mal, ob da alles okay ist. Aber ich befürchte ja das Schlimmste. Hey, wo ist Jane? Was ist los, Tarzan? Irgendetwas kommen. Jane, Gefahr. Jane in Nähe, bei Baumhaus. Das klingt nach Ärger, gehen wir! Ich wusste es. Oh, verdammt, tut mir leid, dass ich euch da jetzt mit gespoilert habe, was da eben passiert. Ach! Ich hätte nicht so voreilig sein müssen. Nicht so voreilig sein dürfen, ist wahrscheinlich eher die bessere Wahl. Es ist wieder spät nachts, also entschuldigt bitte, wenn ich hier wieder eine extreme Wortfindungsstörung und extrem schlechte Satzbau habe. Extrem schlechte Satzbau. Einen extrem schlechten Satzbau. Ach komm, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich weiß, dass sie zumindest in Kingdom Hearts 2 ein sehr, sehr seltenes Item droppen lassen können. Was auch nützvoll sein kann, aber ich weiß gar nicht, ob das in Kingdom Hearts 1 auch tun, wahrscheinlich schon, aber da habe ich jetzt echt nicht den Nerv drauf, jetzt immer abzuwarten. Wann macht der jetzt Feuer oder Eis und das dann einzusetzen? So, so langsam kennen wir den Dschungel heraus, wenn nicht. Darüber und darüber. Ab zum Dschungeleingang.
schnappen wir uns die Truhe hier noch.